Ich gucke mal kurz auf die Tendenz. Ihr seht, Boletaria ist wieder schön weiß. Wir haben eine farblose Dämonenseele, das heißt, wir können unser Schild aufwerten. Das ging aber, glaube ich, nur bei Ed. Gut, dass wir da jetzt sowieso hin müssen. Und ich werde jetzt mal... Das war ein Wunder, ne? Das war ein Wunder. Das ist natürlich doof. Das bedeutet, dass wir unser zweites Leben nicht mitnehmen können. Do you have... Wie viele braucht das? Auch zwei. God bless this brave warrior. Umbasa. Der Spruch war neu. Na gut, dann werden wir das wohl so machen. Ich rüste schon mal wieder den Grabräuberring aus. Denn wenn wir Glück haben, können wir Skirvir in die Todeswolke einhüllen, bevor der uns überhaupt bemerkt. 17.000 Seelen. Ich kaufe mal ein paar Gewürze. Für ein Level-Up reicht es nämlich eh nicht. Nehmen wir mal... Wie viel haben wir? 30. Kaufen wir nochmal 30. Haben wir noch 6.000. Dann müssten wir ja eigentlich noch den Schild aufwerten können. Das Blöde ist, der Skirvir ist zwar als Magier unterwegs, er greift aber nicht wirklich mit Magie an, sondern mit Feuer. Da ist unser Silberschild nicht ganz so mächtig gegen, weil das ist ja ein Schild, was Magie und Physisches abblockt. Das heißt, sein Feuerangriff, der wird da durchkommen. Deswegen hoffe ich, dass wir das halt mit dem Anti-Magie-Feld ein bisschen unterbinden können. Auf geht's. Was ich nicht verstehe, ist, dass wir keine schwarzen Phantome gesehen haben auf unserem Weg. So, der vorzeitliche, der urzeitliche Dämon, wie heißen sie denn nun? Jetzt können wir ja mal gucken. Der urzeitliche Dämon, genau. Prime Evil One, oder sind sie, glaube ich, im Englischen. Das weiß ich, weil die Seite, wo ich nachgeguckt habe, die war in Englisch. Der in diesem Gebiet, der ist relativ einfach zu erreichen, wenn wir denn vorher schon mal alles aktiviert haben hier. Wow! Wow! Und reinrollen, reinrollen! So. Umbasa! Okay. So, da sind mir die Echsenmenschen hier gerade mal relativ egal. So, hier ist der Fahrstuhl. So, da müssen wir nämlich nur hier mit dem Fahrstuhl fahren. Fahrstuhlmusik, ne? Okay, ich höre ja schon auf. Dämonentöter. So, da ist er nämlich schon. Völlig ungeschützt. Können die eigentlich angreifen? Okay. Der kann angreifen, das ist ja... Aha! Und die zweite Seele ist unser... Ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich so viel Geld ausgegeben habe. Dann werden wir unser Schild erstmal nur einmal upgraden können. So, aber der Skirvir, der ist ja jetzt auch nicht so weit weg. Blöd nur, dass wir uns da jetzt nicht hin teleportieren können. Wir müssen ja jetzt den Fahrstuhl zur Panzerspinne runter erreichen. Aber da können wir ja auch die Abkürzung hier hinten rübernehmen. Bei dem Ed, da führt er der Fahrstuhl relativ nach da oben, wo wir jetzt auch hin müssen. Können wir ja einiges von diesem Level dann überspringen. Oh, habe ich noch Dingsseelen, die ich vielleicht nehmen kann? Ja, dann gucken wir erstmal, wie viel der haben will dafür. Warum haben wir bis jetzt keine schwarzen Phantomgegner getroffen? Das macht mich ein bisschen stutzig, weil die müssten eigentlich, hätten da welche spawnen müssen. Zumindest wenn meine Liste stimmt.
Oder ich erinnere mich da jetzt falsch dran, an das, was da stand. So, wo ist er denn? Hier. Dunkel-Silberschild plus 3. Haben wir den schon als plus 1 gekriegt? Wir haben doch erst einmal aufgewertet, ne? Oder? Nein, nein, wir hatten ja eingetauscht. Genau, da war ja was. So, plus 3, zack. Und plus 4, da haben wir schon 62. Auf wie viel war der andere Schild? 65, 66? Da kommen wir hin. So, wir brauchen natürlich dann noch eine farblose Seele für den nächsten Schritt. Aber das wird... Das wird... wir haben noch eine garantierte farblose Seele durch eine Nebenquest und noch 3 Chancen durch die Dämonen welche zu kriegen. Das heißt, wir können unser Schild potenziell noch so ein bisschen aufwerten. So, hier oben ging es doch dann irgendwo weiter, ne? Da drüben. Ha, ich kenne mich aus. Ich kenne das Gebiet. Das ist ja... Hier müssen wir jetzt rein. Da stehen doch... Lizardmen, ich sehe sie doch. Ah, da hinten ist ein schwarzes Phantom. Seht ihr das da? Hinter dem Wagen? Die spawnen also doch, na immerhin. Huhu. So, komm her, du. Du Wicht. Boah. Wie viel bringt der denn? 250. Naja. Böse sind besonders die schwarzen Phantome im Tal der Schändung. Nach dem, was ich da nämlich gesehen, gelesen habe, sind das hauptsächlich... Da oben ist noch einer. Riesen. Und die sind natürlich richtig böse. Die sind ja so schon böse. Und die schwarzen Phantome sind immer noch ein bisschen stärker als die normalen Gegner dieser Art. Ich überlege gerade, nee, wir müssen hier runter, ne? Und dann da links rum, wo wir die Lava gelöscht haben, oder das Eisen oder was auch immer, hier. Ich höre Echsen. Stimmt, hier waren ja irgendwo Echsen. Das hier ist mit das gefährlichste Gebiet. Nicht, weil die Gegner so stark sind, sondern weil wir unser zweites Leben diesmal nicht dabei haben. Ach ja, ach, Schiete. Da steht doch so ein Flammenwerfer, ne? Na komm, hier einmal noch. Danke. So, und jetzt... Au. Jetzt hätte ich es ganz gerne, wenn du diesen Schwan sein lässt. So, können wir gleich mal gucken, ob Feuermagie da auch gegen wirkt. Hack, 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 hack. Ja. Wunderbar. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Hier irgendwo ging es doch dann... Genau, hier waren schon die Spinnennetze. Der schmeißt gleich was runter. Aber natürlich viel zu früh. Springt dann hinterher, ich erinnere mich. Haha, noch ein schwarzes Phantom. Und von der Sorte hätten wir in Boletaria eigentlich auch welche treffen müssen. Also nicht von der Sorte, sondern halt schwarze Phantome. Und zwar in Ritterform. Und als diese komischen fetten Minister. Der Fahrstuhl ist da. Yeah, kann ich den hier irgendwie hochrufen? Wahrscheinlich mit diesem Schalter hier.
Oh Leute, ich habe so ein bisschen Bammel vor dem nächsten. Weil der ist auch in so einem engen Gang. Das ist richtig böse. Das ist richtig... Der ist richtig böse. Und der Weg zu ihm ist auch jetzt nicht so einfach. Ich werde jetzt gleich dann einfach mal spontan den Keilstein hier unten berühren, in der Hoffnung, dass wir vielleicht auf den umschalten dann. Dass wir nicht immer diesen ganzen Weg dahin laufen müssen, falls wir jetzt verkacken. Und im Nachhinein überlegt, hätte ich es vielleicht andersrum machen sollen. Erst das Phantom töten und dann den Dämon holen, weil der ist ja wesentlich einfacher zu erreichen. Ach, guck mal, hier sind auch Echsenmenschen eingewoben. Habe ich das beim ersten Mal überhaupt bemerkt? Ich will nicht zum Nexus zurückkehren, dann hätte ich ja jetzt alles ruiniert. Ach ja, lasst mich in Ruhe, Jungs. Ich will mit euch nicht spielen. Ach so, ich sollte die vielleicht erledigen. Jetzt werden wir erfahren, wo wir respawnen. Da war ich nämlich zu übermütig. Na, wenigstens etwas. Hätte gleich überlegen sollen, ich will ja versuchen, die Gegenstände zu kriegen. Dazu sollte ich mir die Grube nochmal in Ruhe angucken können. Und das kann ich natürlich nicht. Wenn ich vor den Echsenmenschen davonlaufe und ständig befürchten muss, dass die mich von hinten angreifen. Warum droppt denn eine Spinnensteinsterbe? Das macht irgendwie keinen Sinn. Boah, drei Stück. Autsch. Wow, wow, wow. Aua, aua, aua. Ich sollte vielleicht ein bisschen auf Abstand gehen. Und wenn ich meine Absicherung nicht dabei habe, also entweder durch durch das zweite Leben oder durch irgendeinen Schutzzauber, dann fühle ich mich inzwischen richtig nackt. Und ich weiß nicht, ob man das gehört hat vor... also als gerade der Ladebildschirm kam, da ist draußen irgendein Auto total durchgestartet mit Fuß auf Gas oder sonst was. Da sind hier bald die Wände erzittert. Ich futter einfach mal hier, zack. Okay. Die Frage ist jetzt natürlich als allererstes, wie kommen wir da drüben hin? Komme ich hier irgendwo lang? Wenn das alles so dunkel wäre hier. Ich muss mich doch da irgendwie drauf fallen lassen können. Das ist nur eine Seele, soweit ich weiß. Aber ich will sie eigentlich trotzdem haben. Schon der Vollständigkeit halber. Okay, das war Mist. Ich hätte da oben drauf landen müssen. Okay, dann holen wir uns das halt im zweiten Durchlauf. Ne, wenn ich da oben drauf gelandet wäre, hätte ich mich vielleicht darüber rollen können jetzt. Ach ja, nee, das machen wir später. Denn dann von da hätten wir dahin gekonnt und hätten uns dann vielleicht da unten drauf fallen lassen können. Uiuiuiui, jetzt kommen wir der Sache hier schon etwas näher. Jetzt kann ich mich hier fallen lassen. So, da in dem Tunnel ist der ja schon drin. Ich hoffe, der bemerkt es nicht, wenn ich mich jetzt hier herunterstürze. Da steht er. Er hat uns bis jetzt nicht bemerkt. Das ist ja schon mal... von Vorteil. Ich schleiche mich mal ganz vorsichtig an, so Schritt für Schritt. Wir haben ja den Ring, der uns vor schwarzen Phantomen versteckt. Das heißt,
Der müsste uns relativ spät bemerken. Ich will dem nämlich eine Todeswolke reinhauen, bevor ich das Antimagiefeld aktiviere. Obwohl, das ist eigentlich Blödsinn, ne? Oder kontert das das aus? Na, ich werde es ja sehen. Hier, der hat so ein Christdolch in der Hand. Nochmal. Nochmal. Funktioniert ja wunderbar. Also, muss ich ja mal sagen. Na gut, dann eben auf die harte Tour. Ich muss nur aufpassen, dass ich das zwischendurch... halt immer wieder herstelle. Er ist mehr oder weniger machtlos. Das heißt, ich weiß ja nicht, was der vielleicht noch so in petto hat. Ich muss nur aufpassen, wenn dann hier auf einmal... Autsch! Wenn auf einmal das Geknister aufhört, dann muss ich bereit sein, sofort das Ding wieder zu aktivieren. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Ist ja bitter, wenn der uns jetzt noch erwischt. Ha! Backstab, wir haben ihn! Ich bin ganz ehrlich, das ist das Schwarze von Ton, da habe ich mir mit am meisten Sorgen drum gemacht. Abgesehen von der Selene, weil die ist wohl wirklich heftig. Wegen dem Sumpf. Und das hat auch gerade so von der Zeit gereicht. Und dann gucken wir mal. Der gibt uns den Bestien-Talisman. Und der ist für uns besonders interessant. Ein hölzernes Amulett, das an den Dämon das Uralte erinnert. Kann Zauber und Wunder wirken. Das Symbol Gottes war nicht mehr als das Abbild des Uralten. Mit diesem Talisman brauchen wir nämlich nicht mehr einen Gottestalisman und einen Holzfokus, sondern wir können einfach den Bestientalisman ausrüsten und können damit jetzt sowohl Wunder als auch Magie einfach so wirken. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel meinen Bogen ausrüsten und habe jetzt sämtliche Waffen direkt hier verfügbar. So können wir mal gucken. So sieht er aus. Der soll also an den Dämon das Uralte erinnern. Ist das Uralte so eine Qualle oder was? Aber wir haben die zweite Welt abgeschlossen. Obwohl, ich will die Gegenstände noch haben. Jetzt müssen wir erstmal irgendwie hier nach unten kommen zu einem... Keilstein. Ich bin gerade nicht auf das Wort gekommen. Wo ging das denn hier lang? Hier hinten irgendwo, ne? Ich will jetzt nicht unbedingt hier sterben. Weil dann müsste ich ja hier wieder runter. Das ist ja dann auch doof. Hops. Wow. Oh Gott. Oh Gott. Hier könnten wir jetzt, glaube ich, hier einfach runterrennen, ne? Ohne zu gucken, ich springe einfach erstmal. Warum nicht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und hier mussten wir jetzt, in Anführungszeichen, springen. Genau, so war das. Und dann noch darüber. Und von da sind wir dann in Sicherheit. So, ach, genau, dann können wir ja noch zu den Käfern gehen. Die sind ja hier. Das war doch hier, ne? Die Käfer mit der Lava. Ich höre es doch schon blubbern. Da sind ja auch noch Gegenstände in der Lava gewesen. Jetzt habe ich natürlich die passenden Zaubersprüche nicht dabei. Ja, ich gucke trotzdem mal kurz. Hier, die großen Viecher, die spawnen natürlich auch wieder neu. Ich habe mir nämlich überlegt, es gibt ja diesen Zauber, der unsere Feuerresistenz erhöht. Und wir haben ja noch einen Ring, der die Feuerresistenz erhöht. Und das wollte ich einfach mal beides ausrüsten und gucken, ob wir dann vielleicht genug Saft haben, also genug Abwehr, um schnell durch die Lava zu sprinten, um diese Gegenstände einzusammeln.
Wäre natürlich vorteilhaft, wenn wir da nicht unbedingt gerade sehr viele Seelen dabei haben. Kann ich von hier jetzt da runterspringen? Ich glaube, ne? Ach ja, da waren ja dann die Viecher. Und hier hinten geht's ja dann zu unserem Freund, dem Feuerschleicher, dem Flammenschleicher oder wie auch immer er hieß. Unser bestester Freund damals. Und von hier aus können wir uns jetzt auch direkt in den Nexus zurück teleportieren. Welt 2 abgeschlossen. Die Items, die holen wir. Und wir machen jetzt erstmal die Schwarzwelt-Tendenzen und dann gucken wir nochmal wegen der Gegenstände.